Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phantom Detective, also Ghost Trick Phantom Detective natürlich. Wir sind jetzt in Kapitel 13 und beim letzten Mal ist nicht wirklich so viel Spannendes passiert. Wir haben ein paar Hintergrundinformationen erhalten und müssen jetzt versuchen, dass die Frau des Justizministers ihn anruft, damit er weiß, dass alles mit seiner Tochter in Ordnung ist und er den Hinrichtungsbefehl für Jode zurückzieht. Ja. Ich kehre noch einmal in die Wohnung der Romanautorin zurück. Ich hoffe, dass ich etwas gegen die verwechselte Entführung unternehmen kann. Solange eine geringe Chance besteht, dass seine Tochter entführt worden ist, wird der Justizminister die Hinrichtung heute Abend bestimmt nicht absagen. Was hat die denn da auf dem Kopf? Soll das warmes Wasser sein oder ein Eisbeutel? Der Schlüssel zur Zerstreuung seiner Zweifel liegt jetzt hustend im Bett. Ich muss diesen Schlüssel nutzen, bevor der Häftlingstransport kommt und unseren Todeskandidaten abholt. Und da hat man genau die tolle Frau hier, die wie bescheuert auf ihrer Schreibmaschine rumtippt und sehr seltsame Romane schreibt. Das ist also die Frau des Justizministers. Wer hätte das gedacht? Mein kleiner Engel, oh, hör sich einer dieses Husten an. Du freches Ding, bist du aus dem warmen Bett aufgestanden, um draußen zu spielen? Eine Tochter ganz nach meinem Geschmack. Aber ich habe nicht mal gemerkt, dass du weg warst. Ich habe nicht draußen gespielt. Ich habe Papa ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Oh, was liegt denn da? Er sagte, dass er gerne ein neues Feuerzeug hätte. Aber das ist doch kein Grund, so spät abends aus dem Haus zu gehen. Aber mein Fieber war endlich gesunken. Vorher konnte ich mich kaum bewegen. Und schau, was du nun davon hast. Das Fieber ist jetzt noch schlimmer. Auf die fiebrige Leidenschaft meines kleinen Engels. Mama? Ja, mein Liebes? Lass uns Papa anrufen und ihm zum Geburtstag gratulieren. Auch wenn es schon nach Mitternacht ist. Nicht heute Abend, Amelie. Er hat heute auch noch Geburtstag. Oh weia. Ich hasse dich. Der arme Kerl. Das kleine Mädchen war also die ganze Zeit über in Sicherheit. Das wusste ich zwar schon, aber ich bin dann noch sehr erleichtert. Und es gibt eine weitere glückliche Entwicklung. Amelie will ihren Vater anrufen. Wenn ich mir diesen Wunsch zunutze machen könnte, würde der Minister seine Meinung sicher ändern. Ja, wie gut, dass wir sofort im Telefon gelandet sind. Was können wir denn machen? Wir können von hier aus sowieso nur das Geschenk erreichen. Das Feuerzeug und anzünden. Also steck mir die Wohnung doch mal in Brand. Na, das war einfach. Kapitel vorbei. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Ich finde es faszinierend, dass der Eisbeutel dabei auf den Kopf drauf bleibt. Mach keinen Ärger. Sie will doch nur ihren Papa anrufen. Warum darf sie das nicht? Amelie, ich habe dir doch gesagt, du darfst ihn heute Abend nicht anrufen. Warum nicht? Hör zu, Amelie. Dein Vater ist im Begriff, einen großen Fehler zu begehen und ich möchte, dass er sich noch einmal anders überlegt. Was weißt du denn schon davon, Mama? Er ist der Justizminister. Du schreibst nur komische Romane. Das hättest du vielleicht besser nicht sagen sollen. Oh Gott. Was meinst du mit komisch? Wie kannst du es wagen, meine romantischen Werke zu beleidigen? Jetzt hast du mich wirklich wütend gemacht. Das hast du. Wie soll ich dir so eine Beleidigung verzeihen? Oh, eine bisschen gespaltene Persönlichkeit, die Frau. Blöde Kuh, ey. Ich hasse dich. Ich meine, wenn sie ihn nicht anrufen will, okay, aber sie soll doch wenigstens ihre Tochter ihn anrufen lassen. So, ich behalte dich jetzt im Auge, damit du nichts mehr anstellen kannst. Wie zum Beispiel deinen Vater anzurufen. Ich hasse dich. Ich kann dich hören. Na super. Puh, was für ein Paar. Ich weiß nicht, was für eine Probleme... Ich weiß nicht, was für Probleme diese Familie hat, aber ich muss etwas dagegen diese Lady tun, damit Amelie anrufen kann. Leichter gesagt als getan wahrscheinlich. Moment, bringt mir das irgendwas, das Feuerzeug nochmal anzuzünden? Anscheinend nicht, okay. Was
drin. Wir können den Mülleimer öffnen. Wir können an der Lampe den Knopf drehen. Dum, 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 dum. Boah, wir haben so viel, mit dem wir Sachen machen können. Das wird wahrscheinlich eine längere Folge werden. Ich weiß nämlich hier auch wirklich nicht mehr, was ich tun muss. Anders als im Büro des Justizministers. Wir öffnen erstmal den Mülleimer. Na gut, das hat wunderbar geklappt. Was passiert, wenn wir hier die Lampe an- oder ausmachen? Also heller oder dunkler machen? Ich sollte die Lampe jetzt lieber nicht löschen. Sonst kippe ich nur Öl in den flammenden Zorn im Herzen der Lady. Wenn ich Amelie eine Chance geben will, das Telefon zu benutzen, muss ich ihre Mutter irgendwie aus dem Weg schaffen. Klingt gemein. Nun gut. Um das irgendwas stärker zu schwingen? Also ich sehe nichts. Das irgendwas? Ach herrje, schau nur, wie spät es ist. Während ich ganz in meiner Liebesgeschichte versunken war, ist die Zeit vorübergerast. Ja, schreib einfach weiter. Also konnte sie das hören, obwohl sie mit dem Kopf in den Wolken steckt? Aber das verschafft ihrer Tochter nicht genug Zeit anzurufen. Ich muss sie mit etwas anderem ablenken. Moment, was ist denn da oben drauf? Eine Ratte. Und tschüss. Gut, die sieht sie aber noch nicht. Aber das dürfte kein Problem sein. Wir können das Pendel ja stärker schwingen. Vielleicht bringt das irgendwas. Nö. Na gut. Aber dann läuten wir einfach mal die Uhr. Dann wird sie dann wieder hochgucken und die Ratte hoffentlich sehen. Stell euch mal vor, ihr guckt da hoch und dann ist auf einmal so eine Ratte. So, so, haben wir süßlich gut, kleiner Nager. Oh. Süße Träume. Boah. Natürlich, ist klar. Hat dir der edle Tropfen gemundet, mein pelziger Freund? Was für eine Frau, ey. Unglaublich. Okay, das hat jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Sie ist stärker, als ich dachte. Sieht aus, als hätte sie den Wandleuchter auf die Seite gekippt. Woran erinnert mich das gerade nur? Der Winkel dieser Kerzen. Mir scheint, als hätte ich in letzter Zeit etwas Ähnliches gesehen. Ach nee, das muss ich irgendwie anzünden, aber wie? Keine Ahnung. Ventil drehen, Winde. Moment, ich kann doch bestimmt das Ventil drehen, ne? Ey, das arme Vieh. Jetzt wurde es auch noch von einem Elektroschock geröstet. Ah, aber das Licht ist ausgegangen. Meine Güte, ein Stromausfall, wo es doch gerade auf jede Sekunde ankommt. Natürlich passt gedämpftes Licht zu meiner Liebesgeschichte, aber ich selbst bin kein Freund der Dunkelheit. Das ist schon mal gut. Ich denke mal, damit dürfte der erste Schritt getan sein. Wow. Dieser Kronleuchter hätte mich fast am Kopf erwischt. Ich mag ja gefährliche Liebschaften, aber diese Art von Gefahr brauche ich wirklich nicht. Okay. Alles klar. Moment mal, warum macht sie das Streichholz in ihrem Wein aus? Ich werde diese Frau wahrscheinlich nicht verstehen, aber nun gut. Oder Kronleuchter könnte es, ist glaube ich der Schlüssel zum ganzen Rätsel. Ich meine mich zumindest ein bisschen zu erinnern. Ah, welche wundervolle Atmosphäre. Perfekt für ein heimliches Treffen in der Dämmerung. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kommen konnte, aber ich schulde der Ratte wohl eine Entschuldigung. Die Ratte scheint bewusstlos zu sein. Aber jetzt, da sich das Zimmer verändert hat, kann ich die Lage vielleicht ausnutzen. Ja, machen wir das doch mal sehen. Winde. Kronleuchter können heller leuchten. Und zünden damit gleich mal eben das ganze Haus an. Oh, das bringt gerade nichts. Schade. Wir können hier dran drehen, dann würde die Maus wahrscheinlich wieder runterfallen. Hilft das Wörterbuch irgendwie? Das Wörterbuch der Lady. Lag es nicht vorhin auf ihrem Schreibtisch? Das arme Ding. Es wird wohl nie mehr ins Regal zurückkehren. Na gut, machen wir erstmal den Riegel hier auf. Okay. Jetzt hängt da nur der Rattenschwanz. Und das war's dann wohl. Ja, da bleibt eigentlich nur eins übrig. Gut, dass sie sich umgesetzt hat, den ganzen Schreibtisch nach vorne geschoben hat. Welch unverfrorener Kronleuchter. Irgendwie mag ich die Musik, die ist cool. Genau, kurbeln wir wieder hoch. Und wenn jetzt unterher gehst, lass ich ihn fallen. Komm, komm, komm.
Wow, was hat die denn für Reflexe? Welch Impertinenz. Na, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Kann ich denn sonst irgendwas machen? Die Lady ist erstaunlich schnell. Sie ist wie ein Profi ausgewichen. Ich sollte lieber ernst machen. Ja, wie denn bitte? Darüber komme ich ja wohl schlecht. Und hier sind keine weiteren Kerne. Warte mal. Bringt mir das irgendwas den Grund? Nee. Aber vielleicht bringt es jetzt irgendwas, wenn ich hier im Knopf drehe. Ich sollte die Lampe jetzt lieber nicht löschen. Ja, dann skippe ich nur noch Öl in die Flammen. In den flammenden Zorn des Herzens der Lady. Da. Ja, aber wie? Ich sehe hier keine Kerne mehr. So, gucken wir nochmal. Mülleimer öffnen bringt nichts. Feuerzeug anzünden. Hier ist doch nichts. Heißt es Impertinenz oder Inkontinenz? Ich würde mal sagen, Impertinenz heißt es. Inkontinenz ist was ganz anderes. Egal, ich schlage es morgen nach. Nein, du sollst es jetzt nachschlagen. Du kommst nämlich zum Wörterbuch und ich komme dann weg. Los, mach das, mach das, mach das. Das ist vielleicht der Schlüssel. Wenn ich sie jetzt nochmal dahin laufen lasse. Komm. Das war knapp. Vielleicht sollte sie den Kronleuchter einfach unten lassen, sonst wird sie die ganze Zeit davon, sonst wird sie irgendwann davon erschlagen. Los, und jetzt wunder dich darüber. Wie heißt es? Ach so, wahrscheinlich erst, wenn sie drunter herläuft. Das war knapp. Ja, ja, bla bla, los. Zieh den Leuchter wieder hoch, damit ich ihn wieder runterfallen lassen kann. Irgendwie macht das Spaß. Ich würde gerne im echten Leben auch so Fähigkeiten haben und irgendwelche Leute so trollen. Dann kann man... Oh, cool, ich habe sie gefangen. Das war einfacher, als ich gedacht habe. Amelie, Amelie, hilf mir. Wieso ist sie denn gerade eben ausgewichen? Mama. Streng dich nicht zu sehr an. Tut mir leid, Mama. Mir ist so schwindelig. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann dir gerade nicht helfen. Auf die Schwäche meines kleinen Engels. Mit dem Weinglas, wo immer noch das Streichholz drin ist. Der Kronleuchter sitzt fest als ihr Ehering. Alleine können sie nicht entkommen. Kann ich die jetzt wieder hochziehen? Ja, geil. Was? Was geht hier vor? Amelie, schau, siehst du das? Bitte hilf mir. Tut mir leid, ich bin so krank, ich kann nicht aufstehen. Mein Kopf dreht sich. Also wirst du dich da oben wohl auch eine Weile drehen müssen. Das ist witzig. Sieht aus, als würde die Lady eine Zeit lang nirgendwo hingehen. Jetzt kann die kleine Dame ihren Papa anrufen. Das Problem ist nur, dass das Telefon zu weit oben ist. Das Problem ist, dass sie nicht ans Telefon kommt. Das habe ich gerade doch gesagt. Dann muss ich es ja wohl bringen. Ja, irgendwie ist der Kronleuchter da. Genau, der Winkel dieser Kerzen. So etwas Ähnliches habe ich doch schon vor kurzem gesehen. Aber was bringt mir das jetzt? Soll ich mal böse sein? Ich bin mal böse. Oh Gott. Ja, das hat sogar was gebracht. Das arme Vieh, ey. Ja, komm, komm, komm. Jetzt schneller pendeln lassen. Schnell, 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 schnell. Keine Zeit verlieren. Dann kann die Maus nämlich mit ihrem Schwanz die... Ja, geil. Natürlich. So funktioniert das auch im echten Leben. Witzig. Da, und jetzt ruft dein Papa an. Mama! Was in aller Welt geht hier vor? Okay, das war einfacher, als ich dachte. Und sehr witzig. Die da oben festhängt. Das ist einfach geil. Oh, supi. Entschuldigst du mich kurz, während ich Papa anrufe? Nur eine Minute. Braves Mädchen. Ah, wag es ja nicht, Amelie. Ich erlaube es nicht. Da muss ich mal wirklich mal lauschen. Ich bin ja so ein kleiner Stalker hier. Hallo, Papa? Amelie, bist du das? Aber natürlich, Papa, du Dummi. Wer denn sonst? Aber ich habe gehört, sie haben gesagt, du...
Ach egal, vergiss es. Kauzige alter Papa. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Geburtstag? Ach ja, ich habe ja heute Geburtstag. Tut mir leid, dass wir heute nicht zusammen feiern konnten. Alles nur wegen der gemeinen ollen Mama. Oh, die gemeine olle Mama. Ich meine deine Mutter. Was macht sie gerade? Sie geht gerade mal wieder an die Decke. Im Augenblick ist meine sture Mutter ein wenig eingespannt. Lass mich runter! Ich muss ihr eine Lektion erteilen, weil sie uns so viel Ärger macht. Nein, Amelie. Ich bin derjenige, der Ärger macht. Hä? Sagst du deiner Mutter bitte, dass es mir leid tut? Was tut dir denn leid? Ich war im Begriff, einen schlimmen Fehler zu begehen. Aber jetzt ist alles gut. Oh, okay. Du bist noch zu jung. Ich kann dir vieles jetzt noch nicht erklären. Justizminister zu sein ist ein komplizierter Job, verstehst du? Okay. Aber vergiss niemals, du und deine Mutter, ihr seid mir immer am allerwichtigsten. Warst du frech zu deiner Mutter? Wenn ja, dann entschuldige dich bei ihr. Ich glaube nicht, dass ich etwas Freches getan habe. Aber gut, ich entschuldige mich. Braves Mädchen. Okay, Papa, hab einen schönen Abend. Hab dich lieb. Ich dich auch, Amelie. Gute Nacht, mein Engelchen. Na, ein Happy End. Das ist doch schön. Mehr oder weniger für die Frau da oben natürlich nicht, aber... jetzt nicht besser verdient. Mama? Es tut mir leid. Meine Güte, woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Ich schätze, ich habe dich ungerecht behandelt. Oh, Amelie. Ich dachte, dass du nichts tust, als komische Romane zu schreiben. Das macht mich ein wenig traurig. Papa sagte, dass Justizminister zu sein ein komplizierter Job ist. Ja, dein Vater hat einen sehr komplizierten und schwierigen Beruf. Deswegen konnte ich über das meiste nicht mit ihm reden. Aber du hast recht, ich sollte dich nicht mehr wie ein kleines Mädchen behandeln. Ich nenne deine Romane nicht mehr komisch und versuche sie auch mal zu lesen. Was? Oh, vielleicht solltest du damit lieber noch warten, bis du ein wenig älter bist. Okay. Also, Amelie, wo du jetzt wieder etwas nachsichtiger bist mit deiner ollen Mama, kannst du mich vielleicht runterlassen? Weißt du, das würde ich liebend gern tun, aber ich fühle mich plötzlich wieder so krank und schwindelig. Tja, du wirst wohl leider noch ein bisschen da oben bleiben. Heute ist die heiligste aller Nächte, mein Stichtag. Aber, wie es scheint, setzt mich vor allem ein Kronleuchter unter sehr großen Druck. Auf Papas und Mamas kleinen Engel. Sollen wir sie wieder runterlassen? Und plötzlich vertragen sich alle wieder. So ein plötzlicher Wandel. Ich verstehe es einfach nicht. Ist das, was Familie ausmacht? Auf jeden Fall hat sich die Lage drastisch verändert. Ich hoffe nur, dass mein Rätsel sich auch so schnell auflöst, wie die Sorgenfalten auf der Stirn des Ministers. Ich weiß nicht, wo Camilla ist, aber zumindest sind die Zweifel des Ministers jetzt zerstreut. Ich sollte zurück in sein Büro, wo alle schon auf den Häftlingstransport warten. Die Familie des Ministers hat ihr Lächeln wiedergefunden, aber Camilla ist immer noch in den Händen der Entführer. Ich habe beschlossen, ins Büro des Justizministers zurückzukehren. Genau, jetzt müssen wir nämlich einige Fragen noch klären. Die Stirn des Ministers liegt noch immer in Sorgenfalten. Ungewöhnlich für einen Vater, der gerade erfahren hat, dass seine Tochter in Sicherheit ist. Er sieht weiter verzweifelt aus. Die Atmosphäre in diesem Raum ist jetzt ganz anders. Eine unbestimmte Sorge ist hier fast körperlich spürbar. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich etwas Wichtiges passiert. Ich habe gerade gehört, dass meine Tochter in Sicherheit ist. Ich würde gerne meinen Dank aussprechen. Vielen Dank, im Namen meiner Tochter und in meinem Namen. Sie müssen uns nicht danken, Minister. Nicht der Rede wert. Was hat er denn getan? Aber eine Frage. Mir fällt auf, Ihre Tochter ist in Sicherheit. Doch Sie sehen immer noch unglücklich aus. Lächeln Sie doch mal. Ah. Natürlich ist da noch das andere Entführungsopfer. Aber ist das wirklich das Einzige, was Sie bedrückt, Herr Minister?
Bitte lassen Sie mich in Ruhe nachdenken, bis der Transporter kommt. Nee, du sollst den Transporter abrufen. Ob Lynn schon im Park ist? Bis wir ihren Bericht erhalten, muss ich wohl hier warten. Die andauernde Sorge des Ministers. Steckt da wirklich mehr dahinter, so wie es der Inspektor in Weiß sagt? Ja, wir können mit ihm reden, von daher machen wir das mal. Herr Justizminister. Wollen Sie nicht endlich zugeben, dass es mich wirklich gibt? Das Dankeschön, das ich ausgerückt habe, war an Sie gerichtet. Sie sind ein Geist, oder? Und Sie haben die Kraft, Menschen zu kontrollieren und sie zu manipulieren. Ist dem so? Nein, solche Kräfte habe ich nicht. Ich kann sie nicht kontrollieren. Wir wissen es, verstehen Sie? Eine ganze Weile schon. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es Kräfte der Toten sind. Kräfte der Geister. Sie wissen es? Sie wissen was? Wir wissen von der Existenz einer Person, die andere kontrolliert. Einem Manipulator. Was bitte? Darum hat mir Ihre Hinrichtung auch solche Sorgen bereitet, Kommissar Jode. Herr Minister, warum erzählen Sie uns nicht alles, was Sie wissen? Ja, das sollte ich wohl. Sie müssen alles erfahren. Über den riesengroßen Fehler dieses dummen Mannes hier. Okay, ein Manipulator? Jemand, der die Menschen kontrollieren kann? In diesem Land gibt es derzeit einige Fälle, in denen strengstens geheim ermittelt wird. Natürlich wissen Sie nichts davon, Kommissar Jode. Stimmt, man teilt nicht gerne geheime Informationen mit Gefängnisinsassen. In dem Sondergefängnis, aus dem Sie geflohen sind, gibt es insgesamt 3 Häftlinge, Sie eingeschlossen. Alle 3 Fälle haben gewisse Punkte gemeinsam. Ach ja? Erzählen Sie uns mehr. Der Rocksänger, der live im Fernsehen Staatsgeheimnisse sang. Der Curry-Liebhaber, dem es gelang, mitten im Hauptquartier den Polizeichef gefangen zu nehmen. Keiner dieser Männer hatte ein Motiv für die Verbrechen. Und sie waren beide unmöglich. Unmöglich? Der Curry-Liebhaber konnte nicht wissen, wie man in das Büro des Chefs gelangt. Und der Sänger konnte die Staatsgeheimnisse, die er von sich gab, gar nicht kennen. Die Sonderkommission hat mir einen Bericht über die beiden vorgelegt. Sie kam zum Schluss, dass die Männer die Verbrechen nicht freiwillig begangen haben. Aber wie kann das sein? Die Einheit hatte die Theorie, dass es einen Manipulator geben muss. Ein Manipulator, hm? Da haben wir das Sondergefängnis eingerichtet, um diese Theorie zu überprüfen. Okay. Wie habt ihr das gemacht? Irgendeine unbekannte Macht war am Werk. In den letzten paar Jahren arbeitete Inspektor Cabanela an diesen Fällen. Tat er das? Jemanden so zu manipulieren, dass er sein Verbrechen begeht, laut dem Inspektor. War der erste Fall dieser Art ein Mord in einem verschlossenen Raum durch einen unserer Kommissare. Wollen Sie damit sagen, dass ich manipuliert wurde, Alma zu töten? Nette Theorie, aber leider erinnere ich mich nicht daran, von jemandem kontrolliert worden zu sein. Es ist einfach unmöglich, das Verhalten eines anderen so zu manipulieren. Meine Kräfte funktionieren zumindest nicht bei Lebenden. Das dachte ich auch, als ich die Theorie zum ersten Mal hörte. Aber ich lag fatalerweise falsch. Und das war aber ein großer Fehler. Was? Ein großer Fehler? Sie sprachen von einem Fehler. Können Sie uns mehr erzählen? Ich schätze, alle Anwesenden haben das Recht, davon zu erfahren. In Ordnung. Ich spreche laut, damit Inspektor Cabanela zuhören kann. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was er uns da offenbaren will. Es gibt etwas, das ich Ihnen beiden sagen möchte. Es geht um einen Fehler, den ich gemacht habe. Inspektor Cabanela, als Sie mir den Bericht über den Manipulator vorlegten, habe ich Ihnen zuerst nicht geglaubt. Unmöglich, dachte ich. Das verstehe ich gut, Herr Minister. Aber ich lag falsch. Diese Art von Kraft existiert wirklich. Und ich habe die Wahrheit aus erster Hand erfahren. Wie das? Vor einem Monat habe ich den Befehl zu Jodes Hinrichtung unterzeichnet. Jedoch habe ich das nicht freiwillig getan. Ich wurde kontrolliert. Was? Das haben Sie mir nie erzählt, Herr Minister. Okay, das ist interessant. Das heißt, wir sind auf jeden Fall nicht der einzige Geist. Was ist los? Dieses Dokument. Was mache ich da? Nein, ich darf es nicht unterzeichnen.
So sieht seine Unterschrift also aus. Das ist aber... Das ändert einiges. Das ändert wirklich einiges, dass wir nicht der einzige Geist sind. Warten Sie! Liefern Sie dieses Dokument nicht ab! Da fing es an. Da fing meine Angst, meine Verzweiflung, mein ganzes Leid an. Okay. Die ganze Zeit über kam mir gar nicht in den Sinn, dass ich manipuliert worden war. Und ich konnte mich nur noch dunkel an den Vorfall erinnern, wenn überhaupt. Also erinnert man sich nur undeutlich, wenn man manipuliert worden ist? Hinrichtungsbefehle zu unterzeichnen gehört zu meinem Job als Minister. Damals dachte ich, dass ich mich bloß unterbewusst gegen die Aufgabe gesträubt habe. Aber am nächsten Tag wurde es mir klar. Ich erinnere mich an Cabanelas Bericht über die Existenz eines Manipulators. Doch als Justizminister konnte ich nicht zugeben, was mit mir geschehen war. Ich habe die Hinrichtung nur unterzeichnet, weil ich dazu gezwungen wurde. Käme das ans Licht, würde das Rechtssystem des Landes zusammenbrechen. Zudem hatte ich keinen Beweis, dass ich wirklich kontrolliert wurde. Also konnte ich nicht gestehen, was mit mir passiert war. Schätze schon, aber für mich klingt das wie eine Ausrede. Sie hätten es zumindest uns sagen sollen, Herr Minister. Ja, ich weiß. Das hätte ich. Ich bin von meinen Problemen davongelaufen. Oder seine Frau. Und dann fand meine Frau heraus, dass ich mir wegen etwas Sorgen machte. Wenn sie sein Gesicht sehen, ist es ja auch kein Wunder. Und ich habe es ihr erklärt und sie war strikt gegen meine Art, damit umzugehen. Wenn du den Befehl nicht... Nein, wenn du den Befehl nicht zurückziehst und sofort gestehst, zieh ich aus. Und dann, mit der Entführung heute Nacht, musste ich mir meinen Fehler eingestehen. Dieser Manipulator schleicht sich unbemerkt aus dem Nichts an uns heran. Dabei habe ich mich von allen ferngehalten. Deshalb haben sie allen gesagt, sie sollen zurückbleiben. Also gibt es tatsächlich noch jemanden außer mir mit den Kräften der Toten. Das ist schon in Ordnung. Schließlich kenne ich ja schon eine gewisse Schreibtischlampe. Was nicht in Ordnung ist, ist die Tatsache, dass er oder sie Lebewesen beeinflussen kann. Diese Fähigkeit besitze ich sicher nicht. Offenbar haben andere Geister andere Geistertricks. Mysteriös. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich heute Abend herausfinden würde, woher diese Kräfte stammen. Woher sie stammen? Inspektor Cabanela, dieser Manipulator ist ein Geist, eine verschiedene Seele. Eine Seele? Offen gesagt spricht auch jetzt in diesem Moment ein Geist mit uns. Was haben Sie gesagt? Jode, sag nicht, dass du diesen Geist auch hören kannst. Der Einzige, der ihn nicht hören kann, bist du. Was ist mit den Wachen im Hintergrund? Seele, Geist, gütiger Himmel. Verzeihung, Herr Minister, aber ich habe gar urplötzlich etwas ganz und gar Wichtiges zu tun. Sie sollten gründlichstens nachdenken, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen. Okay, er scheint eine Eingebung zu haben. Inspektor! Wahrscheinlich muss er wirklich irgendwas Wichtiges überprüfen. Ich bin sehr gespannt, was... Hier ist Lynn, ich bin im Park! Wir haben auf Nachricht von Ihnen gewartet. Haben Sie den Beweis gefunden? Die Lage ist, nun sagen wir, schwer zu erklären. Sissel, wenn du da bist, komm sofort zum Park. Okay. Sieht aus, als würden sie gebraucht, Sissel. Scheint so, huh? Gut, ich will Jode noch Tschüss sagen. Oder fragen, ob er noch irgendwas weiß. Und dann können wir uns auf den Weg zu Lynn machen. Das habe ich nicht kommen sehen. Der Minister wurde also kontrolliert? Es tut mir sehr leid, Kommissar Jode. Nichts kann das hier auch nur ansatzweise entschuldigen. Wissen Sie, vielleicht war es so am besten. Was meinen Sie? Wären Sie nicht manipuliert worden, hätten Sie nie geglaubt, dass es diese Kräfte gibt.
Schließlich sind sie Realist, ha? Das zeigt nur, dass man nie weiß, wann das Allerschlimmste sich in etwas Gutes verwandeln kann. Kommissar Jode, ich weiß nicht, was ich sagen soll. In Ordnung, Cecil, Sie sollten lieber Lynn helfen. Sie ist ein gutes Mädchen, aber sie lädt immer andere Leute Probleme auf sich. Ja, ich weiß. Mal sehen, sie ist im Temsig Park? Ja, da waren wir doch schon mal. Da war doch der Busfahrer ursprünglich. Nein, ich will nicht mit dir sprechen. Der Busfahrer ursprünglich, der dann ins Hühnchenparadies reingerast ist. Deswegen dürfen wir da hinwechseln können. Moment. Luxussalon, Schrottplatz? Nein. Park, genau. Genau, das müsste der Temsig Park sein. Gehen wir da doch mal hin und schauen, was uns erwartet. Wahrscheinlich das Ende des Kapitels, aber man weiß ja nie. Ja, das klingt so wie das Ende des Kapitels. Lynn ruft und ich springe. Ich bin auf dem Weg zum Temsig Park, dem Ort, an dem offensichtlich etwas Wichtiges vor sich geht. Der Manipulator, die Person, deren schiere Existenz ein neues Licht auf alles wirft. Auf Commissar Jodes Verbrechen, auf den Hinrichtungsbefehl, sogar auf meinen eigenen Tod. Kann es sein, wurde Lynn manipuliert, mich zu erschießen? Interessant. Das wirft wirklich viele neue Fragen auf. Die werden wir aber nicht heute klären. Die werden wir beim nächsten Mal vielleicht klären. Also, ich hoffe, ihr bleibt gespannt dran. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!